Wir haben ganz besonders viele Leute hier auf der Bühne. Und mit großen Instrumenten auch. Ich hatte Martin Ernst eingeladen, mit der B3, er hat gleich seine ganze Firma mitgemacht. die stelle ich jetzt mal zuerst vor. Der Lars am Film. Hingekriegt, dass das hier heute Abend aufgezeichnet wird, im Bild, nicht nur im Ton. Heute Abend am Ton, das ist der Janosch, der ist da. Das ist nicht wie sonst beim Konzert, dass der Tontechniker das beeinflusst, was wir hier spielen. Nimm es nur auf. Also wenn was zu laut ist, dann sind wir das, da ist der nicht schuld. Moritz an der Kamera. Moritz an der Kamera. Moritz an der Kamera. Es gibt da noch mehr Leute, die Martin mitgebracht haben, die sitzen hier. War teuer. Das ist eine ganz besondere Freude, mit ihm jetzt mal spielen zu dürfen, nachdem wir schon viele andere Sachen zusammen veranstaltet haben im Laufe der letzten anderthalb Jahre, so lange kennen wir uns nicht erst. Das ist der Martin Ernst an der großen Freude. Mitgebracht hat, der eigentlich gar nicht auf dem Flyer steht. Es ist schon vorgekommen, dass hier Musiker nicht gekommen sind, die auf dem Flyer standen. Es ist noch nicht vorgekommen, dass welche gekommen sind, die gar nicht da auf dem Flyer standen. Der Heiner Schmitz am Sachsen. Es hat, glaube ich, noch keine Band hier unten gegeben, die dem Begriff Jam Session so sehr gerecht wird wie diese, weil es hat irgendwie fast keiner mit keinem so wie schon. Also hier vielleicht zu sagen. Dann gibt es einen Mann am Schlagzeug, mit dem spiele ich allerdings schon 30 Jahre zusammen. Diethard Stein, und das ist jemand, der auch ganz hier in der Nähe wohnt, der kommt nämlich aus der Konkurrenzstadt, aus Langenfeld. Aber er kommt auch immer hierher zur Musik machen. So, der letzte im Bunde ist der Bassist Nico Brandenburg, mit dem habe ich kennengelernt in der Kneipe in Kempten. War aber damals nicht so, die ganz war mehr so die Jazz in der Ecke Abteilung, wo keiner zuhört. Heute darf zugehört werden. Wir spielen als nächstes ein Stück von Jimmy Smith, glaube ich, ist das von ihm. Das heißt der Orgelgrinder. Das ist jetzt fast ausgerutscht. Thank you.
Thank you.